Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video im BFA. Diesmal geht es um den Erfolg Verbeugt euch vor euren Meistern. Das ist ein Erfolg, der extra für die Horde ist. Und dafür müsst ihr einmal zu allen Loas gehen und ihnen Respekt zollen. Das könnt ihr machen, entweder Verbeugen oder Bow benutzt. Und ich zeige euch einfach mal, wo hier die ganzen Loas sich rumtreiben. So, ich fange jetzt einfach mal an hier am Posten. Das ist jetzt der Kriegs... Moment. Tempel des Propheten, der Flugpunkt. Und da wollen wir zu Gong. Beachtet, dass ihr viele Loas erst im Laufe des Questens freispielt. Und ihr könnt aber während des Questens auch dieses Verbeugen oder Bow schon benutzen, damit es aktiv wird. Wenn ihr Resan zum Beispiel schon die Questreihe gespielt habt, natürlich, wenn ihr den Erfolg habt, dann müsst ihr leider, und das vergessen habt beim Questen zu machen, müsst ihr leider in die Instanz rein, das gucken wir aber später. Wir sind ja jetzt erstmal bei Gong. Das heißt, ihr geht einfach zu ihm hin. Das geht, glaube ich, auch auf dem Mount. Ich meine, so viele Meter haben wir ja hier nicht. Einmal hin, einmal verbeugen, der guckt euch an. Und Gong, gezollt. So, ich würde sagen, wir gehen dann zum nächsten, gleich nach Resan, wenn wir schon mal hier sind. Und dafür fliegen wir mal hoch. Bis gleich. Jetzt sind wir einmal auf dem Weg nach Ataldazar. Da haben wir ja einen eigenen Flugpunkt hier vorne. Ihr kennt ja den Weg. Alle, die auch ein bisschen Dungeon laufen, mythisch laufen, ne? Den Weg laufen wir öfters. Ataldazar ist halt nicht schwer. So. Dann einmal hier rein. Einmal in den Laden rein. Einfach reinspringen. Und Resan ist ja jetzt ein Knochengerüst. Das heißt, bin ich jetzt auf Mythisch hier drin? Vielleicht sollte ich auf Normal hier reingehen. Ja, ich bin auf Mythisch hier drin. Ich hätte vielleicht vorher mal umstellen sollen. Für den Fall, dass hier mich was angreift. Stellt am besten auf Normal. Zum einfachsten. Voilà. Normal. So, und wieder rein. Und dann Resan ist ja unten. So spät, ja, ja. So, da ist ja Trash. Einfach hier an die Seite gehen. Und einfach mal hier runterspringen. Er muss in Reichweite sein, damit das funktioniert. So, Resan. Habe ich ihn? Jawohl. Bleibt einfach hier stehen, bis er, oder an der Seite stehen, bis er weg ist. Und dann sprintet wieder raus. Ich meine, hier ist eine Gruppe. Ich als Katze sollte da normalerweise... Also wenn ihr Stealth habt, könnt ihr normalerweise dran vorbei. Ansonsten aufs Mount und hi, gib ihn wieder raus. Sollte eigentlich kein Problem darstellen. So. Und wieder raus hier. Und dann treffen wir uns beim nächsten. So, da bin ich wieder. Jetzt bin ich auf dem Weg zu Yani. Ihr wisst ja alle, hier hinten ist ja der Raid, hier rechts, ne? Und hier ganz am Anfang questen wir ja hier in dem Gebiet und da ist Yani ja hier. Kann man dann einmal andrücken? Oh, ich habe noch was zum Abgeben für ihn. Inseltreibgut. Ja, das sind die Ruf-Icons, die ihr bei der Insel-Expedition bekommt. Die könnt ihr auch immer schön abgeben. 250 Ruf. Hat doch was. So, wenn er euch dann so eine Klaue hat, geht ihr einmal auf Verbeugen. Guckt, ich kontrolliere immer nach, ob es auch wirklich geklappt hat. Es hat geklappt. Und dann muss er euch ja wieder freilassen. Ne? Ich bin jetzt hier über die große Spanne geflogen. Hier ist ja der Tempel, da ist der Flugpunkt. Und ganz außen ist dann hier, da wo halt auch der Raid ist, ist dann Yani. So, dann machen wir uns mal auf den Weg nach Paku. Hier sind wir bei Paku. Da kommt ihr am besten hin, wenn ihr hier Kriegsbestienkral fliegt und hier den Weg hochreitet. Da reitet ihr quasi genau in das Petero-Höhe rein. Und da müsst ihr ja eigentlich nur zu Paku hoch. So, einmal hier schön lang. Hallöchen. Einmal anvisieren. Einmal Respekt zollen. Besonders die setzen sich immer kurz mit euch zusammen, also gegenüber. So, damit haben wir hier in Zandalar alle.
Und wir werden dann weitermachen in Nazmir. Das heißt, wir werden uns jetzt aufmachen nach Bonsambi. So, da sind wir auf dem Weg zu Bonsambi. Da müssen wir einmal, ihr kennt das ja, ne? Der hat ja seinen Tempel hier oben. Da oben rein. Und da ist ja gar nicht so schwer, ne? Einfach geradeaus durchreiten. In der Mitte können zwar Mobs sein. Ich reite einmal einfach durch. Passiert ja normal nichts. Ne? Rein, durch, wieder hoch. Genau, andersrum geht es auch. Oh, wir haben gerade eine Weltquest. Mal eben wegklicken. Ab in die Nekropole. Einmal verbeugen. Und dann war es das mit Bonsambi auch schon. Da steht da. Seht ihr? So, einmal. Und da waren es nur noch vier. Gut. Als nächstes auf dem Plan steht Krakwa. Krakwa sitzt ja auch in seinem Hort. Ne? Da hinten haben wir ihn ja in seinem Tümpel. Und wenn wir dort sind, sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir bei Krakwa. Ich nehme das Kraut mal eben mit. Um zu Krakwa zu kommen, fliegt ihr am besten zum Trübsumpf. Und dann lauft ihr einfach hier zu ihm rein. Das ist einfach nur gerade hier rein. Übrigens, nebenbei noch so ein kleiner Tipp: Man kann bei ihm im Tümpel für Kochen, wo ist es? Die Rotflossenmerle kann man hier drin angeln. Ne? Also wenn jemand mal sich in Ruhe irgendwo hinsetzen möchte zum Angeln, hier. Hier geht das wunderbar. Wir spawnen auch immer Kräuter. So ein kleiner Tipp von mir. Da kann man immer schön Kräuter abfarmen und nebenbei angeln. So. Stellen wir uns mal hier hin. Einmal verbeugen. Jawohl. Dankeschön, Herr Krakwa. Und damit haben wir in Nazmir auch alle fertig. Und es geht nach Woldun. Ich denke, wir werden in Woldun anfangen mit Akunda. Also, ich sag mal, bis gleich. So, meine Lieben, da sind wir beim Tempel von. Na, Tasche zumachen. Von Akunda. Der ist ja hier unten. Ist auch schön ausgeschrieben. Tempel von Akunda hat auch eigenen Flugpunkt. Da geht er dann einfach rein. Und so, er ist in Range. Einmal verbeugen. Und das war es schon. Als nächstes würde ich mit euch zum Tempel, also die Terrasse der Ergebenen. Da ist ja der Cetralis. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn wir drüben sind. So, da sind wir wieder auf dem Tempel. In diesem Tempel, da vorne ist ja der Flugpunkt, müsst ihr nach ganz oben. Und da steht in der Mitte der Avatar von Cetralis. Dem müssen wir ja auch Respekt zollen. Genau, dann haben wir einfach so. Und damit sind wir auch schon fast am Ende. Müssen jetzt noch einmal nach Kimboom. Das machen wir jetzt auch. Jetzt sind wir hier oben. Am besten fliegt ihr zu den Tortolanern hier hoch. Tortaka, Zuflucht. Und dann lauft ihr einfach den Weg nicht ganz so weit hoch. Ich bin außerdem ein zu weit gelaufen. Und da oben ist der Tempel. Na, da müsst ihr einmal rein. Die Weltquest blenden wir jetzt mal eben aus. Und dann haben wir den Erfolg schon geschafft. Zip, 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 zip. Einmal hier hoch. Na, den haben wir ja frei. Den mussten wir ja erst freispielen damals, die Kimbo. Da ist er. Das wäre ein schöner Katzenskin, wa? So. Nochmal Bau und jawohl, verbeugt euch vor euren Meistern. Da haben wir ihn. Na? Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Guide wieder. Bis dahin. Bye bye.